war's nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight, wo wir auf dem Weg zu irgendwas sind. Ein altes Einkaufszentrum war es, glaube ich, ne? Auf Founders Island, wo wir die Spur von Commissioner Gordon weiterverfolgen werden. Ich wollte noch mal auf die Karte gucken, aber es gibt keine neuen Bedrohungen. Die Miliz hält die Füße still. Nur gut, dass wir von der Straße weg waren, bevor der Mist freigesetzt wurde. Da müssen wir rein. Die Frage ist nur, wie. Der Arkham Knight ist weg. Auch nur... Gordons Signal befindet sich hinter diesem Rolltor. Ich muss ihn irgendwie erreichen. Gut, also erstmal ohne Batmobil, sehe ich das richtig? Vielleicht kommen wir über den Department Store da rein. Vielleicht aber auch nicht. Was ist dieses Zeug? Pollen? Oder muss ich vielleicht auf die Gullydecke? Dir werde ich Spaß haben, Batman. Cool. Ich dachte schon, dieses Slow-Mo hört gar nicht mehr auf. So, Batmobil, es geht doch. Ja, muss ich vielleicht durch den Gully? Also durch die Kanalisation? Da müsste ich natürlich das Batmobil da mal wegfahren. Steht noch nicht weit genug weg. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt. Jetzt sind wir in der Kanalisation. Die Frage ist nur, ist das der Weg? Ich kann die Distanzstromladung benutzen, um Generatoren an- oder auszuschalten. Es ist der Weg. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir uns jetzt auch dem... dem letzten Areal zuwenden hier. Ich würde da jetzt dann wieder erstmal das Areal abschließen und dann später nochmal wiederkommen für die Riddler-Geschichten. Oder? Ich meine, da ist Gordon schon. Rein in den Aufzug! Wenn er es auf mich abgesehen hat, dann wird er noch viel mehr Männer brauchen. Oh, Mr. J. Rein, du brauchst gleich auf den Rollstuhl. Batman kommt. Bleib wachsam. Es sitzt da einfach Mr. J. zwischen den ganzen Leuten. Wer hätte das gedacht? Er ist doch alleine. So hast du ihn wohl noch nie gesehen. Der Commissioner hat recht, wir sind zu wenige. Wo sind die anderen alle? Unten im Briefing. Welches Briefing? Irgendwas, wie man die Fledermaus tötet. Was? Und uns haben sie nicht eingeladen? Das ist natürlich frech. Sorry, Bats. Du bist anscheinend nicht eingeladen. Passiert wohl ständig, schätze ich. Mann, Alfred schmeißt bestimmt gerade eine richtige wilde Sause unten in der Bathöhle. Naja, ich bin sicher, dass ein genialer sozialer Außenseiter wie du einen Weg findet, diese Trottel zu überzeugen, ihm die Tür aufzumachen. Ja, ist ja relativ simpel, ne? So, sorry, kurze, ungeplante Pause. Wo waren wir? Woher sollte Batman wissen, dass Gordon hier ist?
Wir wollten ein paar Leuten in den Arsch treten, ne? Aber als allererstes brauchen wir den Stimmsynthesizer. Wir sind hier seit Monaten und niemand hat uns gefunden. Ich muss das Rolltor öffnen und die Milizkräfte mit dem Batmobil ausschalten. Ach, die haben ja alle Waffen. Das fällt mir jetzt erst auf. Öffne das Tor! Sofort! Tür öffnen, Befehl vom Boss. Ich dachte, die Fledermaus hat ihn zusammen mit dem Panzer erledigt. Anscheinend nicht. Machen wir die Tore auf. Die Tür öffnet sich. Macht euch bereit. Ich bin nicht mit... So, war's das? Nee, war's noch nicht. Das war's jetzt. Dann kann ich jetzt weiter? Ich werde mich auf keinen Fall Scarecrow anschließen. Ich arbeite gerne für Two-Face. Zumindest die Hälfte der Zeit. Ich komme hier nicht raus. Doch, jetzt komme ich raus. Batman ist früher da als erwartet. Riegelt die Fahrstühle ab und findet ihn. Das ist unschön. Wie fahre ich denn jetzt die Dinger hier runter, damit Batman da auch durchkommt? Also das Batmobil, nicht Batman. Und was muss ich allgemein jetzt machen? Ich muss irgendwie da runter. Nur wie? Hier ist ja noch was. Es ist ja gar nicht so schlimm. Aber Batmobil kommt immer noch nicht durch. Glaubst du immer noch, du seist der Retter Gothams? Bald wird die Welt sehen, was du wirklich bist. Eine Täuschung, ein Gespinst der Hoffnung in einer Welt voller Schmerz und Leid. Was zur Hölle ist das? Ich weiß nicht, was es ist, aber es hat mir nicht gefallen. So, das Batmobil müsste doch zumindest da schon mal die Wand kaputt schießen können. Damit ich da rüber kann. Oh, ich habe mich verguckt. Ist das jetzt der Hebel, der die Pyloden darunter lässt? Feine Sache ist das, richtig feine. Mr. J! Falls es dich tröstet. Crane hat den alten Jimbo bestimmt schon von seinem Leiden erlöst. Nicht, dass er noch etwas zu befürchten hätte, seit sein kleines Mädchen auf dem Treppenlift in den Himmel geschickt wurde. Was der so raushaut, das ist echt... Aber Joker darf das, weil er Joker ist. Da kommen wir so schnell nicht rein. Haha, ich wusste es doch. Die Basis des Arkham Knight, das letzte Areal. Mit jeder Menge Trophäen wieder. Na gut. Aber wie gesagt, das mache ich bei einem zweiten Besuch. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir hier überhaupt durchkommen. Da ist noch so ein komischer Spider-Bot oder was auch immer das sein soll. Ist da mehr von der Sorte? Ey, die erscheinen nicht auf meinem... Ich hatte gerade was gesehen. So, wir lassen uns hier mal runter. So, und dann... Gehen wir mal da hoch und gucken, was sich da hinter dieser Wand verbirgt. Eine Riddler-Trophäe. Mindestens eine.
Und nur weil ich sage, ich mache das bei einem späteren Besuch, heißt das nicht, dass ich nicht die Dinger, die ich jetzt hier so finde, nicht mitnehme. Boah, diese Dinger sind gar nicht so einfach. So, so ein Ding hatte ich auch schon. Da brauche ich jetzt meine Distanzstromladung und muss überladen. Und ich sehe, dass ich immer hier zwischen diese Schutzpaneele treffe. Was ich mich frage, wo verkriechen sich diese Superschurken, nachdem sie Prügel eingesteckt haben? Ich weiß es natürlich nicht, du hast mich ja nie besiegt. Meinst du, der Arkham Knight sitzt jetzt in irgendeiner schäbigen Spelunke und kippt sich massenhaft billigen Whisky hinter seine Maske? Und man kann es nicht ausschließen. Ach, da drüben ist die Trophäe. Oder war die vorher schon verfügbar? Nein, wir haben den ersten Dingens ausgeschaltet. Und können... Ach so, das ist wahrscheinlich... Ja, ich wollte gerade sagen, damit öffnen wir bestimmt die Tür. Was? Hä? Also. Sowas hatten wir schon mal, da muss es aber noch einen zweiten geben. Nee, Quatsch, muss es nicht. Erstmal so. Dann starten wir mal den Impuls. Und damit haben wir es. Das war doch einfach. Wir können die Batclaw schon mal aktivieren, um uns unsere Trophäe von der Wand zu holen. So. Ha! Haben wir gleich schon wieder zwei Riddler-Dinger gesammelt. Von den 45 oder was die es jetzt hier in diesem Areal gibt. Und wir haben hier den ersten Ventilator ausgeschaltet. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Das bedeutet, wir können uns jetzt da ein Stückchen weiter hinablassen. Müssen aber immer noch den zweiten ausschalten. Da ist jetzt die Frage, wo müssen wir dafür hin? Ich würde einfach mal spontan vermuten, erstmal hier unter den ersten. Und dann müssen wir bestimmt wieder irgendwas kaputt schießen. Hört ihr was? Ja, hört er sich an wie... Was war... Und dann haben wir ja Gott sei Dank unseren Schleudersitz, den wir hier elegant rüberfliegen können. Willst du noch brechen? Wie viele Leben zerstören auf deinem Kreuzzug für Gerechtigkeit? Wir sind die Produkte unserer Ängste. Du bist eine Ausgeburt der Dunkelheit und Gewalt. Und ich bin stolz drauf. Die Tür sieht interessant aus. Okay, da oben könnte man hin. Hier ist ein defekter Fahrstuhl. Hier ist halt... So, das war nur... Ah ja, na gut. Aber hier kann man doch auch rein, oder? Nee? Schade. Also wirklich nur hier oben, ja? Na gut. Wow, 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 wow. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ihr Typen eigentlich macht, aber es ist bestimmt nichts Gutes. Ein langer Sturz nach unten. Der Strom ist weg. Ich muss es auf eine andere Art bewegen. Ja, aber von oben würde ich sagen, ne?
Abwärts. Das hat ja erstmal gar nichts gebracht. Abwärts? Ah, okay. Das sieht vielversprechend aus. Können wir hier das Explosivgear anbringen? Ja, das klappt. Er wusste, dass du es auf den Generator abgesehen hast. Und auf einmal stehe ich auf magische Weise hier oben. So, hier den anderen auch gleich. Wenn ich gewusst hätte, dass das so einfach geht, dann hätte ich nicht solche Probleme mit denen gehabt. So spontan würde ich mich ja jetzt mal fragen, kann ich eigentlich noch tiefer? Weiter geht es mit dem Fahrstuhl nicht. Haha! Sowas habe ich mir schon gedacht. 25 Rätsel übrig. Inzwischen liegen deine grauen Zellen im Sterben, verteilt über deine Hirnrinde, wie die Soldaten der Alliierten an den Stränden der Normandie. Den Aufzug von hier aus zu aktivieren ist viel zu gefährlich. Deine Kräfte. Unsere finale Schlacht steht bevor. Ich kann den Aufzug nicht bewegen, wenn ich den Weg blockiere. Ich sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt. Oh, ich dachte schon. Ah, hier ist bestimmt das weiße Kaninchen für das Rätsel. Und damit auch gleich die nächste Gotham Story. Im Kaninchenloch. Die abgeblätterten und schrostigen Schneiden der Schere öffneten sich mit einem Quietschen und verfehlten nur knapp den Nacken, als sie ein weiches Büschel blonder Haare entfernten. Nur ruhig, mein Liebes, bleib still und starr. Diese Klingen schneiden mehr als nur dein Haar. Als Antwort erklang ein vom Klebeband gedämpftes Wimmern. Hatters schmutzige Finger umklammerten die übergroßen Augen der Schere, eines in jeder Hand. Mit vor Konzentration zusammengerollter Zunge schielte er auf die vor ihm liegende Aufgabe. Ein Haufen zerstörter Perücken lag bereits hinter ihm. Dies war die letzte und sie musste perfekt sein. Mitgefangen, mitgehangen, nun lasse uns nicht länger bangen. Wie die Kiefer eines Krokodils schnappten die Klingen der Schere zusammen, gefolgt von dem geräuschvollen Wackeln eines Hockers, als der Hatter herunterhopste, um sein Werk zu begutachten. Fantastisch, was für ein Gewinn! Nun folgen die Haare an deinem zierlichen Kinn. Hatter legte die Schere nieder und griff nach einem Rasiermesser. Vorsichtig klappte er die Klinge aus, als er sich seiner entsetzten Kreation zuwandte, königlich und von einer Anzahl verstümmelter Mannequins flankiert. Er war verzückt darüber, wie perfekt sich das blaue Kleid an den schlanken Körper des Mannes schmiegte, doch deshalb hatte er ihn auch ausgewählt. »Für den Moment reicht er aus«, dachte der Hatter, »bis jemand Besseres auftaucht. Jemand ganz wie seine Alice.« Der Kerl, der Jarvis Tatch, der ist mehr als nur ein bisschen durchgeknallt. War ernsthaft. So, können wir hier jetzt den zweiten Ventilator ausschalten und unser Batmobil ganz nach unten bringen. Ich würde mal vermuten, die Antwort auf diese Frage ist nö. Na gut. So, können wir hier sonst noch irgendwas machen? Oder fahren wir jetzt wieder hoch? Moin. Wir haben ja, irgendwas haben wir ja gemacht hier. Irgendwas ist anders als bevor. Ich weiß nur leider nicht was. Ähm,